So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das sind ja die neuen Sammelkarten von Rewe. Bei einem Einkaufswert von 10 Euro bekommt ihr ein so ein Tütchen, ist eine Karte drin. Das ist die Sammelmappe. Die Sammelmappe, ihr braucht dafür 36 Karten, die normalen und nochmal 36 in Glitzer Silber. Dann wäre sie perfekt voll. Aber nichtsdestotrotz. Entschuldigung, ich habe hier 15 Tüten. 15 Tüten. Ich habe ausgegeben etwas an die 90 Euro, 86 Euro, sowas. Da habe ich also ein paar Tüten mehr gekriegt. Erstmal danke dafür. Ihr wisst, mal sind sie genau, mal natürlich kriegt ihr ein paar mehr. Aber nichtsdestotrotz werde ich solche Videos mit solchen Sammelkarten wahrscheinlich nur einmal die Woche machen. Weil ich gehe meistens immer donnerstags, weil da mein Zeitschriftendealer ist, mir Zeitschriften, alles möglich zu holen. Dann gehe ich auch mal gleichzeitig einkaufen, dann brauche ich nicht so viel. Das mache ich dann, ich sag mal so, samstags morgens bei Edeka dann eben nochmal, Frischwurst, das war's. Also wie gesagt, solche Videos mit die brandneuen und aktuellen DFB-Sammelkarten von Rewe werden wahrscheinlich bei mir nur einmal die Woche kommen. Das habe ich nur gesagt, weil so viele immer sagen, oh, mach doch mal mehr davon in der Woche. Ich habe ja nicht mehr. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt 15 Stück. Ihr wisst ja, ich mache 3x5. Hatte ich letztes Mal auch so ein Glück. Eigentlich ist das erste Mal, dass ich 15 mache. Aber dann Rückseite, dann sehen wir, welche Karte es ist. Also, fange ich jetzt direkt mal an. Geht mal hier so ein bisschen. Das ist die 6. Und ich hoffe natürlich, da ich jetzt wieder Glitzerkarten ziehe oder die silbernen. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie viel silberne ihr natürlich schon habt. Das ist die, oh, die 26, jetzt passt es. Und einmal die 15 kommt hier zwischen. Das bedeutet, keine doppelte 6, 15, 20, 22, 26. So, ich hoffe natürlich, dass ich die jetzt nicht hier drin habe. Mal an seine Seite packen. Ein bisschen ranzoomen. Ah, war falsche Richtung. So, könnt ihr natürlich besser sehen. Und ihr seht, 6 ist jetzt dabei und ich hoffe natürlich, dass es eine Silber-Glitzerkarte ist und es ist Darat, die Standard-Basiskarte. Okay, macht ja nichts. Rein, weil sie mir ja noch fehlte. Dann geht es weiter mit der 15. Hier unten habe ich schon. Aber vielleicht ist das ja die Glitzerkarte und es ist Darat, Standard-Basiskarte. Weg. Dann sind wir bei der 20, habe ich auch noch nicht. Und es ist auch eine Standard-Basiskarte. 22 ist hier, fehlt mir nur noch die Glitzerkarte und Standard-Basiskarte. Weg. Und die 26 ist auch hier, müsste das also jetzt die Glitzerkarte sein und auch Standard-Basiskarte. Meine Güte, kurz wieder zuklappen. Die nächsten 5 Tütchen öffnen. Die 11. Und ich hoffe, dass ihr wenigstens immer Glück habtet. Weil, ja, 25. Die sollen seltener sein. Aber dafür, ich habe schon teilweise im Internet gesehen, was einige dafür für die fertigen Karten, also an Geld nehmen. Nicht nur für die Standardbasis, das geht ja noch, aber für die Glitzerkarten. Nummer 9. Nummer 23. Oh, das sieht doch gut aus. Also 9, 11, 23, 24, 25. So. 9 ist hier oben. Fehlt mir also nur noch die Glitzerkarte. Hoffentlich ist sie das. Es ist, nein, Standard-Basiskarte. Ärgerlich. Dann geht man einkaufen. Die 11. Habe ich die Glitzerkarte.
fehlt mir also die Standardbasiskarte. Ich lasse mal draußen, die 11 ist, ups, die Standardbasiskarte. Ist natürlich jetzt richtig perfekt. Warum? Ich habe sie beide. Unten Basiskarte, so mache ich das immer. Glitzerkarte, die hochwertige oben drauf. Passt perfekt. Dann die 23. Ist hier. Glitzer, 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 Glitzer. Standard. 24 ist gut. Habe ich noch nicht. Schön wäre es natürlich, wenn es die Glitzerkarte gleich mit anfangen würde. Nein. Und die 25 habe ich auch noch nicht. Ah, schaut mal. Eine Glitzerkarte. Perfekt. Diesmal habe ich nichts gesagt und es war die Glitzerkarte. Ich glaube, ich darf das nicht erwähnen. Cool. Die 25 als Glitzer. Mega. Das heißt, noch einmal schließen. Die letzten 5 Tütchen. Und ich hoffe natürlich, dass da auch wieder Glitzer bei ist. Die 35. Die 30. Oh, diesmal die hintersten. Ist natürlich auch nicht schlecht. Die 12 weit vorne. Aber nichtsdestotrotz, wirklich. Ich versuche natürlich irgendetwas von diesen Sammelkarten. Die DFB-Sammelkarten von Rewe. Das sind ja die. Die Tütchen, Sammelmappe oder vielleicht beides zusammen unter das Video verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall, aber auch schon teilweise günstiger. Warum? Es gibt so 20er Pakete, 50er Pakete hiervon und die kosten dann so, ich glaube, um die 15 Euro oder sowas. Und wenn man berechnet, 10 Euro einkaufen, ein Tütchen, meistens kriegt man auch schon ab 6, 7 Euro ein Tütchen. Wenn man Glück hat, auch 2. Aber wie gesagt, ich versuche irgendwas von diesen DFB-Sammelkarten unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal nachrechnen. Aber nichtsdestotrotz, die 2 letzten Tütchen jetzt. Die 6. Und die 16. 6. 12. 16. 30. Und die 35. Sammelmappe wieder. Aufklappen. So, 6 ist da, fehlt mir also noch die Glitzerkarte. Und es ist Standardbasis. Die 12, hier unten. Basis ist da, müsste also hier die Glitzerkarte sein. Und ist sie nicht. Ärgerlich. So, jetzt geht es in der Mitte weiter mit die 16. Habe ich zum Glück noch nicht. Das bedeutet, ich kann sie beide gebrauchen. Aber lieber wäre mir eben die Glitzerkarte zuerst. Und es ist Standardbasis. Ihr seht es selber. Dann kommen wir zu 30. 30 haben wir leider schon. Das bedeutet, mir fehlt noch die Glitzerkarte. Und es ist die Standardbasiskarte. Die Nummer 30. Gefällt mir natürlich gar nicht. Und die 35 habe ich auch schon. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es den Paule in Glitzer gibt. Ihr schreibt mir das natürlich in die Kommentare. Gibt es denn den Glitzer? Habt ihr den vielleicht als Glitzer schon? All das schreibt ihr für mich und natürlich für alle anderen Zuschauer. Vielleicht wissen die das auch nicht. Also wie gesagt, gibt es Paule in Glitzer? Ist er das vielleicht? Und nein, ist der Standard Paule. Also, ihr habt es gesehen, meine Sammelmappe füllt sich und füllt sich, wie man so schön sagt. Es fehlen erste Seite noch 4. 4 sind 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Karten fehlen mir noch von 36. Das bedeutet, 21 Karten habe ich. Einmal, zweimal, dreimal erst eine Glitzerkarte. Das ist aber schwach, die Ausbeute. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel ihr schon habt. Also, das waren wieder die DFB-Sammelkarten von Rewe. Wie gesagt, einmal die Woche wahrscheinlich nur. Es sei denn, ich gehe mal da öfters einkaufen, aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das dazu.
muss der ein oder andere vielleicht verstehen, weil es geht alles ins Geld, wollen wir ehrlich sein. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwas von den DFB-Sammelkarten unter das Video verlinken. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare und wie viele Glitzerkarten ihr habt. Und gibt es Paule als Glitzer? Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.